Jetzt ist es offiziell. Das Heavy Metal Festival in Wacken hat einen sofortigen und vollständigen Einlassstopp für Zuschauer verhängt. Grund sind der anhaltende Regen und die damit verbundenen Schlammmassen vor Ort. Die Kapazitätsgrenze sei erreicht, teilten die Veranstalter am frühen Mittwochmorgen auf Facebook mit. Aufgrund des Wetters wurde die vertretbare Besucherzahl für das Wacken Open Air 2023 erreicht. Jegliche weitere Anreise müsse gestoppt und abgebrochen werden. Diese Entscheidung habe zum ersten Mal in der Geschichte des Kultfestivals getroffen werden müssen. Wir sind sehr traurig, aber die anhaltend schwierige Wetterlage lässt uns leider keine andere Wahl. Wie viele Besucher sich schon auf dem Gelände befinden, ist bislang noch nicht bekannt. Ursprünglich waren 85.000 Tickets verkauft worden.